Wir haben das letzte Mal endlich die Wüstenburg bezwungen, inklusive des wirklich grandiosen Bosskampfes. Mir hat das enorm viel Spaß gemacht und kommen nun wohl dem Schattenspiegel sehr nahe. Das Spiel brauchen wir nicht speichern. Das mache ich immer wieder auf andere Art und Weise. Und nun eine Kreisstruktur. Okay, es ist einfach eine Treppe, Wendeltreppe, die sollen wir nach oben gehen. Viel Wahl haben wir hier nämlich nicht. Und dann bin ich ja mal gespannt, wie nahe wir diesem mysteriösen Gegenstand denn kommen werden. Meine Vermutung wäre, dass Santo ihn uns wegschnappen wird. Mhm. Dazu brauchen wir in der Spiegelkammer wohl den neuen Gegenstand, diesen Gleiter, der wirklich famos ist. Aber wir kommen noch nicht mal durch. Denn Santo schickt mal wieder ein paar seiner Vasallen uns hinterher. Also muss ich mich schnell in einen Wolf verwandeln. Midna, bitteschön. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja. Ach, da ist noch einer. Ja, nicht nur einer scheinbar, oder? Es müssen ja noch ein paar mehr sein. Warte mal. Wie viele kommen denn hier gerade noch rüber? Ihr seid 5 Stück und nun seid ihr wenigstens alle in einer Ecke. Das finde ich ja prächtig. Dann kommt mir doch mal ein bisschen entgegen, ihr Lieben. Ja, das dauert hier ein bisschen. Pardon, pardon, pardon. Irgendwie schätze ich es doch ein bisschen falsch ein. So, und euch jetzt. Haben wir es. Also, wir werden gleich wohl den Gleiter brauchen, um an die Spitze dieser Statue zu kommen. Wo dann wohl der wunderschöne Spiegel auf uns wartet. Aber ich will noch mal kurz gucken. Gibt es ja vielleicht noch irgendwas? Nö. Immerhin. Zumindest kann ich noch nichts sehen. Mit einer Menschenform, bitte. Und los geht's. Also ja, der Tempel und überhaupt das gesamte Wüstengebiet. Großartig. Ich bin verliebt in dieses Design. Wir haben zwar keinen einzigen Gerudo bislang gesehen, aber hey. Keine einzige Gerudo-Kriegerin. Trotzdem wunderschön einfach. Das gesamte Gebiet hat so viele tolle Ideen, die das Spiel bislang erfolgreich versteckt hat. Klar, ist ein schönes Spiel bisher, aber das hier ist das erste Gebiet, was mich so richtig persönlich innerlich überzeugt. Mhm. Was wurde denn nun hochgezogen dadurch? Das kann ja nicht der ganze Spiegel sein, oder? Midna? Oh, er ist zersplittert. Natürlich. Das kann ja heiter werden. Ein paar Geister, wie es scheint. In den Schatten lauert eine böse Kraft. Sie bringt uns Finsternis und Elend. Ihr Auserwählten, die das Schicksal hierher geführt hat, hört uns, ihr Träger des Siegels der Göttinnen. Wir sind die Weisen, die im Auftrag der Göttinnen Highwoods seit ewigen Zeiten über den Schattenspiegel wachen.
Doch der Schattenspiegel, den ihr sucht, wurde durch böse Magie zerbrochen. Diese Magie ging von einem aus, der eine dunkle Kraft besaß. Sein Name ist... Ganondorf. Ach so, Zanto ist wirklich nicht der einzige Bösewicht hier. Okay, plötzlich kommt auch Ganondorf ins Spiel. Er war der Anführer der Räuber, die in Hyrule eindrangen. Da er über dunkle Kräfte verfügte und in Magie bewandert war, wurde er weithin gefürchtet. Nur eins war ihm nicht bewusst. Wer sich der Gefahr nicht bewusst ist, die außergewöhnliche Kräfte mit sich bringen, entwickelt immer eine verborgene Schwäche. Jedoch... Unglaublich. Also eine merkwürdige Stimme für Ganondorf, finde ich, aber ist okay. Muss es wohl eine Laune der Götter gewesen sein, dass auch er über eine besondere Kraft verfügte? Die ist mir zu hoch, die Stimme. Ganondorf müsste tiefer klingen. Für mich. Immer. So oder so. Mörder. Mal wieder ein mörderischer Typ. Und enorm irre, wie er vom Blick her scheint. Das Bat-Symbol. Naja, fast. Okay, er wurde in das Schattenreich verbannt, richtig? Ich brauche noch mehr Informationen dazu, was das gerade für Auswirkungen hat. Sein Hass und seine Gier verwandelten sich in einen dunklen Fluch. Und die dunkle Magie dieses Fluches muss dann auf Zanto übergegangen sein. Okay. Jetzt wissen wir zwar, woher Zantos magische Kraft kommt, aber es ist schon viel zu spät, um noch etwas zu tun. Den Schattenspiegel endgültig zerstören kann nur ein anerkanntes Oberhaupt des Schattenvolkes. Jetzt aber hat Magie den Schattenspiegel zerbrochen und in seine Scherben warten, überall in Hyrule warten seine Scherben darauf, wiedergefunden zu werden. Eine befindet sich auf eisigen Gipfeln. Eine ist in einem heiligen Hain aus alter Zeit. Die dritte befindet sich irgendwo in den Wolken. Ihr seid von den Göttinnen auserwählt, also wird es euch sicher gelingen, diese drei Scherben des Spiegels zu finden. Doch seid auf der Hut, auch den Spiegelscherben wohnt eine magische Kraft inne. Das muss man aber auch jetzt erstmal verarbeiten. Das heißt, der eigentliche Böse in dem Spiel ist mal wieder Ganondorf, dessen Fluch aber in Zanto steckt. Und ja, er
Man bräuchte wohl den Schattenspiegel auch weiterhin, um dem allen Herr zu werden. Allerdings sind die Scherben in Hyrule zerstreut. Einmal eben in der Gerudo-Wüste, da haben wir den einen gesehen. Dann in eisigen Gipfeln, also vermutlich dieses frostige Nordland oder wie auch immer. Dann gibt es noch einen in einem heiligen Hain. Das dürfte derselbe sein, wo wir schon den, wo wir das Masterschwert bekommen haben. Und noch in luftigen Höhen oder in Wolken oder wie auch immer. Also irgendeine Art von Luftgebiet, Luftschloss, irgendwie sowas. Na gut, Midna, erzähl mal. Okay, sie hat's auch nur... Sie hat nichts anderes vor, außer dass wir diese Sachen eben finden sollen. Dann werden wir das wohl auch tun. Ich überlege gerade, ich würde einen Abstecher machen wollen zur Hyrule-Stadt, um einfach mal erstmal das Geld abzugeben und dann vielleicht nochmal Informationen einzuholen im Gasthaus bezüglich dieser eisigen Gipfel, bla bla bla, weil die eine im Gasthaus hat uns ja gesagt, ja, prinzipiell schon. Das ist ein gefährliches Gebiet. Da solltet ihr erstmal die Finger von lassen. Also womöglich kann die uns ein bisschen mehr dazu erzählen. Link, wo bist du? Hallo Link, ich habe Post für dich. Hier steht auch der Absender, Burns. Sagt dir dieser Name etwas? Ja klar. Also, das wäre erledigt und ab die Post. Aber was hat er denn uns noch groß zu erzählen? Er hat doch jetzt eigentlich gesagt, er hat alle Dingster, Bumster schon produziert. Eine echte Seltenheit. Na, wie läuft's denn immer so mit den Abenteuern? Kommen meine Bomben auch regelmäßig zum Einsatz? Ich habe ein paar fantastische neue Bomben im Angebot. Also, komm doch mal wieder im Laden vorbei. Ich bin sicher, du wirst begeistert sein, wenn du meine Bomben in Aktion siehst. Burns Kakariko. Ja, das dürften dann ja diese Bombenkäfer sein, aber die sahen wir bereits. Werden wir bestimmt irgendwann brauchen, aber ich habe gerade noch keine gute Möglichkeit gefunden, wie wir die irgendwie einsetzen können. So, alter Mann. Hallo. Vielleicht eine kleine Spende? Für den Frieden in Hyrule? Ja, klar. Also, ich glaube, wir hatten 490 bisher ihm gegeben. Ich werde ihm wieder 400 so geben. Also noch 6-mal mehr diese 50 Rubine. Und dann dürften wir schon bald auch von ihm irgendwann ein weiteres Herzteil erhalten. Jojojo. Tja, was könnte man denn hier heute noch machen? Wir könnten zu Agatha, oder wie die gute Frau heißt, diese Insektenfanate mal gehen und noch ein paar abgeben. Ich weiß gar nicht, ob die vielleicht auch schon wieder ein neues Upgrade dann gönnt. Aber ja, mal sehen. So, eine Spende noch und dann ist auch wieder gut. Dann sehen wir uns das nächste Mal und dann kannst du mir ein bisschen eine Belohnung gönnen. Das wäre sehr, sehr freundlich. Ja, ich glaube, ich kann dir eher helfen, meine Liebe. So, ich nehme mal an, dass alle, wo noch nicht dieses Schmetterlingssymbol ist, bedeutet... dass ich ihr die noch nicht gegeben habe. Ja. Damit ist das Paar komplett. Die Ameisen. Schau doch nur, wie glücklich die beiden aussehen. Ich muss dir danken. Hier, nimm das für deine Mühen. 100 Rubine, gut. Und 21 Insekten immer noch. Boah, Junge.
Das ist ja ein bisschen viel. Aber schön, dann können wir vielleicht gleich die Spende auch schon fertig machen, fällt mir ein. Ja, also die Eintagsfliege kommt noch dazu. Auch noch ein bisschen Geld. Ja, ich hab's vergessen, dass man wirklich enorm viel Kohle bei ihr auch bekommen kann. Die Schnecke bitte noch. Nur ein einziges Mal würde ich mich auch gerne so schleimig fühlen. Ja. Mach's gut, meine Freundin. Wir sehen uns irgendwann wieder. Und jetzt gehe ich nochmal zu dem alten Macker und werde seine Friedenskasse mal auffüllen. Hier, 50 Rubine. Ja. Und ich denke, so langsam... Ja gut, nochmal 50. Da ist er also auch schon, der Engel der Liebe. Und er bringt mir ein wohltuendes Geschenk, ein weiteres Herzteil. Sehr schön. Vielen Dank, alter Mann. Dein Gebet wurde erhört. Bewahre diesen Körper, den dir der Himmel geschenkt hat. Ja, vielen Dank. Und um meinen Körper zu bewahren, stoße ich mich erstmal gegen das nächste... gegen die nächste Mauer. Warum auch nicht? Okay. Wie auch schon angekündigt, möchte ich nun mal wieder zum Gasthaus gehen, um mir Informationen über das Nordland zu holen. Denke ich. Also, Freunde. Ihr habt hier doch so tolle Karten. Was sagen die euch? Im Moment versuchen wir noch etwas herauszubekommen. Aber wenn es soweit ist, wirst du sofort informiert. Oh, Link, ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Und? Hast du in dieser Wüstenburg etwas gefunden? Du musst nämlich wissen, früher habe ich am Hof von Hyrule gearbeitet und war für die Erziehung der Prinzessin verantwortlich. Von dem verfluchten Spiegel, der sich in der Wüstenburg befindet, habe ich in jenen Tagen gehört. Den, ja... Soll ich dir noch einmal von den Kumulanen erzählen? Nö. Stimmt, der hat ja auch was von so einem Himmelsvolk damit erzählt. Wie geht's eigentlich der kleinen Ilja? Ich bin sicher, Leonard wird irgendeine Methode finden, ihre Erinnerungen zurückzubringen. Aber du solltest dich erst einmal um die wichtigeren Dinge kümmern. Wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, solltest du dich einmal mit Ashley treffen. Sie ist eine von uns. Du triffst sie in den nördlichen Bergen von Hyrule. Sie kundschaftet dort die Gegend aus. Auf der Karte auf dem Tisch ist eingezeichnet, wo du hin musst. Ja gut, dann hätte ich hier eh einmal hin müssen. Und genau, ich habe mich nämlich gewundert, warum sie plötzlich weg ist. Aber der Raffler ist auf einmal hier. Gut, dann gehen wir nun zu Ashley. Ja, dann müssen wir uns da wohl noch einmal ein bisschen hinwarpen. Wunderbar, vielen Dank, macht's gut und tschüss. Wenigstens in dieses Übergangsgebiet würde ich heute gerne wollen noch, in diesem Part. Also mal rübergehen, die Ashley treffen und dann haben wir auch das schon wieder mal geschafft. Wer weiß, welche Kanone uns heute einfach so in die Schneegebiete dorthin katapultieren wird. So, walken. Ja, das ist doch ganz angenehm. Da sind wir sehr, sehr nahe dran bei der Zora-Höhle. Ja, so langsam habe ich das im Hinterkopf, dass ich mich auch immer hin und her warpen lassen kann. Das macht das Spiel natürlich um einiges einfacher, wenn man nicht erst tausendmal dumm herumprobiert, wie man wohl erstmal zu einem neuen Gebiet kommen kann. Ja, ist doch ganz schön. Ein paar kleine Sidequests mal wieder angefangen und teils gelöst. Wie das mit dem, mit diesem,
bin gerade gedanklich ein bisschen abgedriftet. Wie wir bei der Star Challenge da vorankommen sollen, weiß ich noch nicht. Aber was soll's. Nee, komm. Ich möchte jetzt eigentlich nur diese Ashley finden. Und scheinbar ist sie irgendwo hier. In dieser Höhle. Ja, super. Sind wir ja schon genau am richtigen Ort. Da ist sie auch schon. Die Schneeberge. Ein gänzlich neues Gebiet, was wir noch nicht erforscht haben. Link! Was hast du denn da auf? Was machst du eigentlich an einem so gefährlichen Ort wie diesem hier? Seitdem die Höhle der Zoras eingefroren war, ist es in diesen Bergen extrem kalt geworden. Außerdem habe ich von den Zoras eine seltsame Geschichte gehört. In letzter Zeit ist der Wilde, der tief in diesen Bergen lebt, häufig hier aufgetaucht. Das hat mich neugierig gemacht. Ich habe also hier Wache gestanden und tatsächlich, dieser Riese ist hier aufgetaucht. Hier, so sah er aus. Du erhältst Ashleys Zeichnung. Sie zeigt eine riesige weiße Kreatur, die einen roten Fisch geschultert hat. Lege sie auf Y oder X und zeige sie verschiedenen Leuten. Vielleicht erfährst du so etwas über ihren Inhalt. Scheint, als hätte er aus der Höhle einen knallroten Fisch gestohlen. Ich würde ihn zu gern verfolgen, aber in diesem Schneegestöber finde ich den Weg nicht. Du willst bestimmt auch in die Berge, aber wenn du kein Mittel hast, hier durchzukommen, dann solltest du es besser lassen. Na gut, wir haben also eine Zeichnung erhalten. Und ja, ein Riesen, der einen roten Fisch trägt. Aber wie können uns da Informationen anderer Leute dabei helfen, durch das Schneegestöber zu kommen? Also selbst wenn wir nun Informationen darüber haben, wie der Riese genau aussieht oder was das für ein Fisch ist und ähnliches, meint Ashley ja, dass wir ein Mittel brauchen, um überhaupt erst da durchzukommen. Meine Vermutung wäre, dass uns hier die Zoras helfen werden, dass wir von ihnen weitere Informationen erhalten können, aber mal sehen. Das werden wir im nächsten Part dann erfahren, wenn wir uns auf die Suche nach dem Riesen in den Schneegestöber in den Schneebergen machen werden. Also wenn wir uns auf diese Suche machen werden. Und ich bin sehr gespannt, was er mit diesem roten Fisch vorhat. Mal gucken. Ich hoffe, du hattest Spaß, mein Schatz. Und damit sehen wir uns beim nächsten Part hoffentlich wieder. Mach's gut. Hab einen schönen Tag.